So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe geschenkt bekommen Folgendes. Und das ist schon ein Weilchen her. Das da. Was ist jetzt das da? Das ist der Buschkraft-Sitz. So sieht er aus. Und wer jetzt nicht glaubt, dass man damit sitzen kann, der muss hoffen, dass ich in der Lage bin, das Teil aufzubauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich in der Lage bin, das zu tun. Aber ich werde es versuchen und hoffen, warum habe ich da jetzt noch so einen Stock? Wozu habe ich mir dann den da gerade abgesägt? Dass ich das hinkriege. Ne? Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man muss sich entsprechend schöne Stangen zurechtsägen. Nee, halt, die wollte ich dafür nehmen, glaube ich. Und dann muss man aus schönen Stangen sich ein Dreibein bauen. Und theoretisch sollen die gleich lang sein, ne? Sind sie in meinem Fall aber nicht und sie sind auch nicht gleich dick. Und das liegt alles daran, dass schöne Stangen in einem scheiß Laubmischwald gar nicht so einfach zu finden sind. Da wäre jetzt so ein schöner Fichtenacker genau das Richtige. Aber den habe ich natürlich nicht und deswegen nehme ich jetzt einfach mal, was ich habe und versuche mir jetzt hier draus ein Dreibein zu bauen, indem ich die jetzt ganz intelligent aneinander binde, was ich wahrscheinlich nicht hinkriege, weil ich nicht intelligent bin. Also praktisch nicht, nur vielleicht ein ganz kleines bisschen theoretisch und vermutlich läuft es darauf hinaus, dass ich mich mal wieder jetzt wunderbar blamiere, beim eben dem Versuch, hier sowas in der Richtung hinzubekommen, dass so halbwegs vielleicht sowas Ähnliches tut wie funktionieren. So, und jetzt stelle ich mal die Kamera so ein, dass man dann sehen kann, wie ich jetzt versuche, das mal zusammenzuwickeln. Und für diesen Zweck habe ich hier noch ein altes Paracord-Päckchen. Da war auch sämtliches Bandmaterial, was man für dieses Ding braucht. Wo hat er mir alles mitgeschickt? Der liebe Schenker, bei dem ich mir jetzt wieder nicht sicher bin, ob er genannt werden möchte oder nicht. Und im Zweifel, das wisst ihr ja schon, dann lieber nicht. So. Deswegen mache ich jetzt inzwischen meine Paracord-Bündelchen auch mit einer anderen Aufwicklungsweise, dass man die schneller auseinander bekommt. Das war, wie gesagt, jetzt noch ein altes. Und jetzt muss ich mal versuchen, ob ich da ein stabiles Dreibein zustande bekomme. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege und ich stelle mal die Kamera noch ein bisschen anders ein. Es gibt dazu eine wunderbare Videoanleitung, die er mir mitgeschickt hat auf CD, DVD. Aber leider ist es schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe. Deshalb bin ich mir jetzt wiederum nicht so ganz sicher, was ich hier eigentlich tue. Vielleicht hätte man das weiter unten machen sollen. Naja, Tatsache ist jedenfalls, irgendwie muss man jetzt das, glaube ich, da so durchfädeln. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, was ich hier mache. Und dann jetzt, glaube ich, da wieder rum. Und darum. Und da dann wieder durch und dann hier. Also so steht das auch in einem kleinen Büchlein, was ich neulich mal gelesen habe, wo diverse Knotentechniken illustriert sind, dass das halt eben so die klassische Art und Weise ist. Also wenn ich das richtig mache, heißt das, falls ich das richtig mache, um ein Dreibein zu bauen. Naja, wer es glaubt, wird selig. Ja, aber durch diese Wicklung, glaube ich, wird das schon relativ straff. Ja, also schön ist es nicht. Das hat auch hoffentlich keiner erwartet. Ja, also bitte nicht zu viel verlangen von mir. Ich glaube auch, mit geraden, gleich großen Stängelchen ist das auch besser. Jetzt versuche ich das hier noch so einigermaßen noch mal ein bisschen schön festzuknoten, damit es dann auch vielleicht hebt, vielleicht so. Aha, ich glaube, das war ganz gut, dass ich da dran jetzt noch mal gezogen habe. Ah ja, jetzt wirkt das schon gleich viel stabiler.
Wenn wir jetzt hier noch einen schönen Knoten drauf machen, dann müsste das theoretisch, na, ja, also unter Belastung sollte es dann hoffentlich halten. Naja, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Also so sieht das jetzt aus. Wenn man runterzoomt, schaut es dann so aus und so steht das jetzt da. Und was mir jetzt Sorgen macht, ist nicht unbedingt, dass der rechte Ast da relativ dünn ist. Das ist nämlich Buche, die ist schon stabil, die hält einiges aus, sondern eher, dass ich das wenigstens einigermaßen vernünftig zusammengebaut habe. So, jedenfalls soll ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich jetzt das da, weiß gar nicht, wo hier oben ist, da ist, ist da oben, ich glaube, das ist egal, oder? Ist das egal? Mach mal so rum. Das muss ich jetzt quasi da dranhängen. Ja, ich glaube so, dass das dann hier, genau. Also ich glaube ein bisschen, machen wir das ein bisschen weiter runter. Wickel, wickel. Wickel, wickel. Denn er weiß nicht, was er tut, der Ben. Ja, deswegen hat das auch lange gedauert, bis ich dieses Video jetzt hier mal zum Drehen komme. Weil ich bin ja blöd bei sowas. Also, wenn ich das jetzt da durchziehe, dann müsste sich das theoretisch quasi von selber festziehen. So. Und jetzt müsste ich theoretisch da jetzt noch einen Ast durchstecken, einen langen. Also, soweit ich das jetzt richtig kapiert habe, falls ich das richtig kapiert habe, muss jetzt hier noch ein Ast durch. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, kann man. Wehe, der ist zu kurz. Da muss ich nämlich nochmal los und einen holen. Naja, vielleicht. Und jetzt sollte das Ganze natürlich noch weiter hochhängen, damit es auch hängt. Okay, dann muss ich den Knoten nochmal anpassen. Jetzt habe ich noch einen etwas längeren Ast installiert. Und wenn ich jetzt mir nicht völlige Scheiße hier erlaubt habe, dann müsste ich mich jetzt da theoretisch reinsetzen können. Okay, ja. Also es bricht schon mal nicht zusammen, aber bequem ist es auch noch nicht, weil das muss, glaube ich, weiter nach hinten. Also der hintere Fuß muss weiter nach hinten, damit das nicht so steil steht, wie es das jetzt tut. Naja, dann probieren wir das auch nochmal aus. Gut, wir testen nochmal. Ja, ich weiß, der Ast hier ist zu kurz. Wenn der länger wäre, wäre das bei weitem komfortabler. Aha. Also ich hoffe, das Grundprinzip ist verstanden. Also auch bei mir. Woran es jetzt scheitert, ist halt, dass die Stöcke hier insgesamt, das hat er wohl dazu gesagt, dass ich die länger nehmen soll, zu kurz sind. Das müsste quasi einfach höher hängen. Und wenn das höher hängen würde, dann könnte man das weiter oben einhängen. Dann könnte man es quasi auch so einhängen, dass man tiefer sitzt. Ja, also quasi so, so dann sitzen würde. Und jetzt bin ich rausgekracht, weil der Ast, den ich hier drin habe, immer noch zu kurz ist. So, jetzt hole ich mir einfach spaßeshalber mal einen größeren. Irgendwo muss das doch so zu finden sein, verdammt nochmal. Na gut, nächster Versuch. Diesmal mit längerem Ast. Viel länger finde ich die aber jetzt echt nicht mehr heute. So, jetzt sollte ich mich da theoretisch so reinhocken. Ja, Jetzt rutscht es da. Dann rutscht es dort. Also im Grunde,
Also nehmen wir jetzt mal an, die ganze Konstruktion wäre höher. Dann könnte man sich da auch noch tiefer reinhocken. Ich hocke mal mehr oder weniger hockig auf der Stange, weil ich da nicht weit genug nach hinten komme. Weil das Ding, ne, also theoretisch, wenn das dann nicht immer abrutschen würde, könnte man sich da auch tief reinsetzen, ohne dass das... Ah! Ja. Also gerade wenn man nicht auf der Stange hockt, sondern quasi mit dem Hintern in dem Tuch, so eine Etage tiefer, dann rutscht es nicht so. Da muss man nur versuchen, möglichst wenig auf der Stange zu hocken, also in meinem Fall jetzt. Man könnte das halt, glaube ich, einfach wirklich noch ein bisschen, wenn man das noch ein bisschen flacher baut, damit das Ding dann theoretisch tiefer hängt und dann... Aber so muss ich sagen, sitze ich eigentlich schon ganz bequem, abgesehen davon, dass ich Angst habe, dass das alles zusammenbricht, weil ich das gebaut habe. Aber das Grundprinzip ist, glaube ich, verstanden. Das jedenfalls ist der Bushcraft-Sitz. Und grundsätzlich, ich muss noch üben, aber grundsätzlich bin ich von dem Teil deswegen ganz begeistert, weil ich das Problem, weil ich habe das Teil auch als Ultralight-Variante. Also das ist jetzt hier die Bushcraft-Standard-Variante, also für mehr oder weniger stationären Gebrauch, die man nicht groß rumschleppt. Aus Fallschirmseide habe ich noch eine Ultralight-Variante, die gefühlte 50 Gramm wiegt, die sich auf das Packmaß von einem Paracord-Bündel gefühlt reduzieren lässt und wirklich wunderbar beim Trekking mitnehmbar ist. So, wenn man jetzt eine Trekkingtour macht und findet aus irgendwelchen Gründen geeignete Stangen, also jetzt in irgendeinem Fichtenacker, da habe auch ich dann keine Probleme, entsprechend lange Stangen zu finden. Die liegen dann teilweise ja wirklich massenweise rum. Und angenommen, man hätte jetzt noch ein geeignetes Gerät, um sich die auf die entsprechende Größe zu sägen. Und angenommen, man wäre nicht ich und würde das jetzt schon zum weiß nicht wievielten Mal machen, dieses Teil aufbauen, dann kann man da sicherlich schon entsprechend mit vertretbarem Aufwand, das hat jetzt auch bei mir jetzt nicht ewig gedauert, ne? Also wenn ich eine Trekkingtour machen würde und würde früh ankommen, dann hätte ich auch noch die Zeit, entsprechend dieses Ding hier aufzubauen. Dann kann man jedenfalls mit vertretbarem Aufwand sich einen richtig gemütlichen Sitz in den Wald stellen. Und ich gucke mal, dass ich den jetzt noch nachher ein bisschen verbessere, weil ich wollte mir jetzt noch eine Kleinigkeit kochen. Und die Theorie ist, dass ich dann gemütlich, also nur ein Topf Ravioli, nichts Besonderes, dass ich dann gemütlich diesen in diesem Sessel hier entsprechend verzehre. Aber Tatsache ist, das Ding ist wirklich bequem. Also ich sitze hier richtig gemütlich, muss ich sagen. Und, ach ja, das wollte ich ja gerade noch erzählen. Weil mein Problem auf Trekkingtouren besteht halt größtenteils immer darin, dass ich irgendwann Rückenschmerzen kriege wegen dem Ganzen auf dem Boden hocken. Mein Rücken ist derart verkümmert durch Zivilisationsleben, dass ich längere Zeit ohne eine Rückenlehne nicht gut sitzen kann. Ich liege dann meistens, wenn das Zelt steht bzw. das Tarp steht, je nachdem was für eine Tour man macht. Aber wenn ich längere Zeit quasi wirklich so auf dem Boden hocke, das wird dann irgendwann ziemlich unbequem und wie gesagt, dann gibt es auch Rückenschmerzen. Und das könnte man, glaube ich, ziemlich effektiv vermeiden, indem man eben so einen wirklich gemütlichen Stuhl hier dabei hat, mit Potenzial zu noch gemütlicher, wenn richtig aufgebaut. Und deswegen ist das schon eine ganz geniale Idee. Und das ist er natürlich alles selber gemacht und hat er selber genäht. Und jetzt liege ich am Boden, weil ich nicht aufgepasst habe. So, aber die Anwendung erfordert halt, dass man weiß, was man tut. Und daran scheitert es. So, und bevor ich mir das Ding jetzt wieder herrichte und versuche dann da noch vernünftig entsprechend was zu mampfen, zu verzehren, sage ich schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Und stellvertretend für den anderen Kram, der auch noch dabei war, ich habe jetzt nicht alles in den Wald geschleift und ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass es diesmal ausnahmsweise ein nicht alle Sachen vorzeigt, Dankeschön Video, dafür mit praktischem Teil, gibt. Ich glaube, also ich für meinen Teil finde, das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil die anderen Leute haben ja kein Im-Wald-Aufbau-Video als Danke-Video bekommen.
dafür habe ich da alles vorgezeigt. Und bei dir würde ich dann jetzt aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht alles vorzeigen, aber ein im Waldaufbau Dankeschön-Video gibt es dafür. So, und dieses Ding wollte ich aber auf jeden Fall nochmal zeigen. Vielleicht kennt jemand diese komischen Pfeilkarten von Bushcraft Essentials. Die haben ein ganz ähnliches, ja, Produkt, auch mit so einer interessanten Sägekante dran, für unglaublich viel Geld. So, und mein lieber Schenker hat dieses Ding hier mit irgendeinem Laser, was auch immer, Gerät, scheinbar ausgeschnitten, und das ist jedenfalls selber gemacht. Und jetzt habe ich 3 wunderbar tödliche, fiese Pfeilspitzen mit Widerhaken zum Umhängen, und man kann sich die einfach rausbrechen. Also, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, so, da kann man es ganz gut sehen. Also das geht wirklich einfach, ohne Werkzeug kannst du die einfach rausbrechen und hast dann eben 3 Pfeilspitzen zur Verfügung. Ich habe überlegt, ob ich sie schon rausbrechen soll, dann hätte ich aber die Säge nicht mehr dabei. Und das Schöne ist natürlich, die Säge hat jetzt genau die gleiche Dicke wie die Pfeile selber, weil sie aus dem gleichen Material quasi rausgeschnitten ist. Das heißt, wenn man damit einen Schlitz sägt in entsprechendes Pfeilmaterial, dann passt da der Pfeil logischerweise von der Breite her sehr gut rein. Bei meinem neulich stattgefundenen Speerbauprojekt habe ich hier einen Schlitz reingesägt, um da dann eine Speerspitze drin zu befestigen. Das Problem ist nur, die Speerspitze ist zu dünn, der Schlitz ist relativ dick, dadurch, dass das jetzt auch noch Hasel und damit ein Hartholz ist, kriegt man das gar nicht so einfach fixiert, ne? Weil man kann sehen, das bewegt sich kaum. Es bewegt sich ein kleines bisschen, aber groß zusammendrücken ist schwierig. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall genial, eben mit dieser Sägezahnung, dass man dann auch gleich eben die richtige Breite vom Schlitz dementsprechend hat. Also das, da freue ich mich auch außerordentlich drüber. Weil die kaufbare Version von Bushcraft Essentials, die habe ich deswegen nicht, weil die wirklich so schweineteuer ist, dass ich das echt nicht einsehe. Also bei so Sachen wie der Bushbox, die sind ja auch nach Meinung vieler überteuert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen. Aber das Ding benutzt man wenigstens ständig. Und da ist es mir dann schon ein bisschen Geld wert. Hingegen so eine Pfeilkarte, die mehr oder weniger, ich hoffe, niemand nimmt es mir übel, Männerspielzeug darstellt, für mich jetzt ein Fall, in dem ich wirklich unbedingt so ein Ding brauche, beziehungsweise sollte ich wirklich mal in eine Notsituation kommen und mir einen Bogen bauen können und dieses Ding dabei haben, dann treffe ich ja trotzdem nichts. Also nur weil man einen Bogen hat, kann man damit ja trotzdem nicht unbedingt gleich wirklich erfolgreich auf die Jagd gehen. Das kannst du vergessen mit einem Selbstbaubogen. Also das würde so viel Übung erfordern und quasi Großmeistertum sozusagen, dass ich das einfach nicht für realistisch halte. Zum Spaß machen, zum sowas bauen, weil es lustig ist, das ist ein ganz anderes Thema, ne? Da bin ich sofort dabei, und als Training für die Zombie-Apokalypse oder was für ein Schwachsinn auch immer, Hauptsache es macht Spaß, das ist natürlich super, und dafür werde ich dieses Ding hier auch mal irgendwann verwenden. Noch will ich es nicht aufbrechen, aber kommt noch. Okay, ich versuche das da hinten noch zu optimieren. Und dann machen wir noch was zu mampfen, aber ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank eben und bin froh, dass ich jetzt dazu auch ein Danke-Video habe drehen können. Und also die Grundidee von diesem Ding, ja, also die ist wirklich großartig. Ich bin halt nur noch unfähig. Ich krieg's noch hin. Irgendwann steht es dann richtig gut und dann kann man mich in mehreren Videos in diesem Ding dann hocken sehen. Wenn ich einen Wald finde, in dem ich entsprechendes Baumaterial finde. Habe ich aber hier halt nun mal nicht. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Vielleicht lege ich mir auch ein paar große Haselstangen zu, die ich mir für den Zweck extra zusammen zurechtschneide. Wenn ich das nächste Mal wieder Hasel ernten gehe. Ja, das wäre auch noch eine Option. Na, mal gucken. Also, danke und tschüss. Ein kleiner Nachtrag noch. Ich bin inzwischen auf die Idee gekommen, diese Stange hier einfach festzubinden. Ich weiß, das ist nicht so elegant, wie wenn das von alleine hebt, aber für meine Zwecke funktioniert es jetzt auch.
Und jetzt sitze ich hier eigentlich doch sehr gemütlich. Ist an den Schultern noch ein bisschen eng. Das hätte man selbstverständlich auch noch besser haben können. Also so richtig schön frei hängend und sogar noch mit der Option, ein bisschen durch die Gegend zu wippen. Das habe ich halt alles nicht. Potenziell wäre sowas sicherlich noch möglich. Ich wollte einfach nur noch ergänzen. Es hebt jetzt wenigstens. So, aber jetzt wirklich tschüss.